Vor einem Jahr zerstörten Sprengsätze 3 der 4 Stränge der Nord Stream Pipelines. Nach neuen Recherchen der Zeit, der ARD und der Süddeutschen Zeitung verdichten sich die Hinweise, dass der Anschlag von einer kleinen Segeljacht, der Andromeda, aus verübt worden ist. Vieles deutet darauf hin, dass ukrainische Soldaten an der Sabotage beteiligt waren. Dennoch kursieren weitere Theorien über mögliche Täter. Und es gibt offene Fragen. Die Andromeda ist nicht das perfekte Boot, wenn man in die Tiefe tauchen möchte mit viel Logistik. Aber die Bundesanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Und der Gutachter ist zu dem Ergebnis gekommen, ja, mit einer Yacht wie der Andromeda ist dieses Szenario durchzuführen. Wir haben mit mehreren militärischen Tauchern gesprochen, die sagen, das ist vollkommen realistisch, in diese Tiefen zu tauchen, auch für einen längeren Zeitraum. Am Anfang hieß es ja noch, dass jede einzelne Explosion 500 Kilogramm TNT-Äquivalent gehabt haben soll. Mittlerweile gibt es Gutachten und Untersuchungen, die eher davon ausgehen, dass sowas wie 10 bis 20 Kilogramm Sprengstoff pro Explosion benutzt worden sein soll. Das heißt, es sind durchaus auch realistische Gewichte. Für die Ukraine waren Nord Stream 1 und Nord Stream 2 schon immer eine Bedrohung. Die bisherige Gasversorgung von Russland nach Deutschland verlief durch die Ukraine. Und die Ukraine hat dafür eine milliardenschwere Entschädigung genommen. In dem Moment, wo es eine Pipeline wie Nord Stream gibt, die direkt Russland mit Deutschland verbindet, entgeht ihr eine Milliardensumme, die für den ukrainischen Haushalt relevant gewesen ist. In diesem Moment gibt es aber auch nicht mehr die politische Bedeutung, dass die Ukraine sagen kann, Moment, wenn ihr uns angreift, werden wir euch die Gaslieferungen kappen. Deswegen ist aus Sicht der Ukraine in gewisser Weise die Inbetriebnahme von Nord Stream der Moment gewesen, an dem Russland sagen konnte, ein weiterer Hinderungsgrund für eine Invasion ist entfallen. Zum Zeitpunkt des Anschlages im September 2022 war Nord Stream außer Betrieb, aber es hätte immer sein können, dass Gas und die Energieversorgung Teil eines größeren Friedensdeals geworden wären. Eine solche Gasverbindung zwischen Russland und Deutschland ein für alle Mal zu zerstören, muss im vitalen geopolitischen Interesse der Ukraine gelegen haben. Der Tatverdächtige Nummer 1 ganz am Anfang war Russland. Klar, die Russen sind bekannt dafür, immer wieder Anschläge verübt zu haben in Großbritannien, aber auch in Berlin, mit dieser Form von verdeckter Kriegsführung zu operieren. Deswegen ist Russland früh verdächtigt worden, hinter dem Anschlag zu stehen. Es gab einen Tanker, der sich lange in der Nähe im September 2022 der Pipelines aufgehalten hat, der anschließend nach St. Petersburg abgelaufen ist. Und es gibt einen russischen Konvoi von 3 russischen Militärschiffen, der im September 2022 auf der Ostsee exerziert hat, auch in der Nähe der Nord Stream Pipelines. Die Ermittler haben sich diesen Öltanker und den russischen Konvoi sehr genau angeschaut. Sie haben keine Spuren gefunden, keine Belege dafür, dass diese Schiffe in irgendeiner Weise mit diesem Anschlag zu tun haben könnten. Es gibt verschiedene faktische Argumente, warum das unwahrscheinlich ist. Das ist zum einen die Distanz bestimmter Schiffe zu den Anschlagsorten. Das ist die Verweildauer, wie lange diese Schiffe dort gewesen sind. Das sind teilweise Boote aus Schweden und Dänemark, die in der Nähe dieses russischen Militärkonvois waren, die Fotos genommen haben und denen nichts aufgefallen ist. Das alles ist kein Beweis. Russland ist damit nicht raus aus der Verdächtigenliste. Aber Stand heute gibt es keine über die genannten Schiffsbewegungen hinausreichenden Indizien dafür, dass Russland tatsächlich hinter diesem Anschlag stecken könnte. Eine der beiden Frauen, die die Firma laut Handelsregister führen sollen, hat tatsächlich zuletzt auf der Krim gewohnt und hat einen ukrainischen und einen russischen Pass. Jetzt ist es aber so, dass bei der Annexion der Krim alle BewohnerInnen russische Pässe bekommen haben, ob sie wollten oder nicht. Am Telefon hat diese Frau uns gesagt, sie wisse gar nicht, dass ihr die Firma gehöre. Die zweite Frau
hat einen ukrainischen Pass. Sie hat auf unsere Fragen per E-Mail nicht reagiert. Mittlerweile haben wir Hinweise, dass es sich bei den beiden sehr wahrscheinlich um Strohfrauen handelt. Wir gehen davon aus, dass der wahre Kopf hinter der Firma ein Mann namens Rustem A. ist, der in Kiew wohnt. Den haben wir auch in Kiew getroffen. Und er hat uns gedroht, uns zu töten, wenn wir die Polizei rufen. Im Februar diesen Jahres hat ein Bericht eines amerikanischen Investigativjournalisten, Seymour Hersh, für großes Aufsehen gesorgt. Dieser Bericht von Sy Hersh sagt kurz zusammengefasst, die CIA habe Nord Stream gesprengt, mithilfe der norwegischen Armee. Das Szenario soll so gelaufen sein, dass ein Kommando von amerikanischen Tauchern, Kampftauchern von einem norwegischen Schiff aus in die Tiefe der Ostsee getaucht ist, dort mehrere Sprengsätze deponiert hat und Monate später durch eine Boje, die ein norwegisches Aufklärungsflugzeug abgeworfen hat, gezündet hat. Hersh selber sagt, er hat nur eine einzige Quelle. Das entspricht nicht den journalistischen Standards, die davon ausgehen, zwei Quellen für gravierende Behauptungen dieser Art zu finden. Und dann war die Person offenbar noch nicht mal selber mit im Raum. Es ist aber auch an keiner anderen Stelle von irgendjemandem bestätigt worden. Es ist in Norwegen nichts dazu gekommen. Es gibt eine ganze Reihe von faktischen Widersprüchen, die etwa dieses Schiff betreffen, von dem die amerikanischen Taucher getaucht sein sollen, das so in dieser Form da nicht auf der Ostsee unterwegs war. Dieses norwegische Aufklärungsflugzeug, was angeblich die Zündboje geworfen hat, war zu dem Zeitpunkt, an dem es Seymour Hersh behauptet, nicht unterwegs. Diese Ungereimtheiten gehen so weit, dass Seymour Hersh behauptet, dass Joe Biden und Olaf Scholz unter vier Augen bei einem Besuch im Weißen Haus die Andromeda-Story sich ausgedacht haben, um die CIA zu entlasten. Da spricht vieles dafür, dass dies eine Geschichte ist, die ein bisschen zu gut klingt, um wahr zu sein. Es ist viel spekuliert worden, ob es sich bei dieser Operation um eine sogenannte False Flag Operation handeln könnte. Also soll so aussehen, als ob es eine Nation war, tatsächlich war es eine andere. Die Spuren, die rund um die Andromeda gefunden worden sind, sind mittlerweile so dicht und vielfältig, dass es nach Lage der Dinge sehr, sehr schwer, wenn nicht ausgeschlossen ist, das im Vorfeld zu fingieren, sodass nach jetzigem Stand der Dinge die Bundesanwaltschaft davon ausgeht, dass die Andromeda das Schiff war, mit dem der Anschlag ausgeführt wurde. Wer aber genau auf der Andromeda an Bord war, das wissen wir Stand jetzt einfach noch nicht. Es gibt ja viele Spuren, die so in Richtung ukrainischer Personen führen und davon dienen auch einige in der ukrainischen Armee. Es kann aber natürlich theoretisch sein, dass ein Staat wie Russland diese Spuren gelegt hat. Genauso ist es denkbar, dass, wenn es die Ukraine war, auch ein westlicher Geheimdienst theoretisch geholfen haben könnte bei der Planung. Auch dafür, wie gesagt, keine handfesten Belege. Denkbar ist alles. Also die ukrainische Regierung, insbesondere Präsident Zelensky, hat ja immer dementiert, Wissen von diesem Anschlag zu haben. Es gibt auch keine Hinweise, die dem irgendwie widersprechen würden. Im Gegenteil gab es einen Hinweis an den holländischen Geheimdienst im Juni 2022 schon, also vor den Anschlägen. Und in dem wurde davon gesprochen, dass ein ähnlicher Anschlag bevorsteht, wie der da dann wirklich verübt wurde. Und auch da hieß es, dass Zelensky darüber nicht informiert sei. Man würde bei einer so brisanten Operationen bei einem Anschlag, der solche politisch gravierenden Folgen haben kann, nicht unbedingterweise den Staatspräsidenten selber einbinden, sondern man würde darauf achten, dass er sagen kann, ich weiß davon nichts, dass er dementiert und die Fäden würden dann ein oder zwei Ebenen weiter drunter zusammenlaufen, zum Beispiel bei seinem Armeechef.